Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ruf mich an. Die Call-In-Show für Nerds. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Peng, rum, pau, rums, wir reden über Comics. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus live. Hier sind eure Nerdizisten des Vertrauens. Mein geschätzter Kollege Michael und ich bin Chris. Hallo. Hallihallo. Die dritte Call-In-Show, die wir heute haben, immer im Wechsel mit unseren Hero-Nerds. Und wir haben euch abstimmen lassen über das Thema. Und wir hatten zwei zur Wahl, nämlich analoge Spiele und Comics. Und mit deutlichem Abstand hat heute das Thema Comics gewonnen. Das heißt, Michael, wir reden heute über Comics. Passt wunderbar. Damit hat bei mir alles angefangen. Also von daher. Ich muss gestehen, bei mir hat dann vieles angefangen, aber es ist dann auch irgendwann wieder eingeschlafen. Aber dazu später mehr. Und wie ihr es natürlich gewohnt seid, habe ich ein paar Comics rausgesucht, die ich früher als Kind konsumiert habe, die wahrscheinlich die meisten von euch nicht mehr kennen. Ich sage nur mal das Äquivalent zu Captain Power bei unserer Folge über die Sci-Fi-Serien unserer Kindheit. Ja, du kannst auch nichts normal machen, ne? ich kann auch nichts normal machen, das ist allerdings richtig. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, Michael, wenn man nicht in unsere Nerdizismus Live Call in Show für Nerds reinhört, was könnte man denn sonst noch hören? Ja, das Wunderbare ist, dass wir nicht nur zu sehen sind, wir sind seit über 6 Jahren auch schon zu hören, und zwar auf nerdizismus.de. Da findet ihr im Prinzip alles, was ihr über uns wissen müsst. Unsere ganzen Kanäle, unsere ganzen Anlaufstellen, unsere ganzen Podcasts, sei es irgendwelche Serien- oder Filmpodcasts oder Cosplay und. Und das Schöne ist, bei allen könnt ihr auch mitmachen, manchmal mehr aktiv, manchmal weniger aktiv. Wir freuen uns aber immer über euer Feedback. Und zwar, wenn an die info@nerdizismus.de immer schöne Mails schreiben, wer noch klassisch tippen möchte, wer es lieber digitaler haben will und uns eine Sprachnachricht schicken möchte, gerne an die WhatsApp-Nummer 01525-964-7709 oder, wie wir es heute Abend auch wieder machen, in unserem Discord-Channel. Ganz modern, ganz modernes. Also, der neueste heiße Scheiß. Der neueste heiße Scheiß. Scheiß. Ja. Vergesst die Audio-App, wie immer sie auch heißt. Ich habe schon wieder den Namen von ihr vergessen. Nein, Discord ist der heiße Scheiß. nerdizismus.de/Discord. Und da habt ihr nämlich heute Abend auch wieder die Chance, mit uns mitzudiskutieren über das ganze Thema. Wie funktioniert das? Ganz einfach. nerdizismus.de/Discord da drauf gehen. Vielleicht müsst ihr euch noch bei Discord registrieren, wenn ihr noch keinen Account habt. Wenn ihr schon einen Account habt, dann joint unseren Server und kommt in den Warteraum. Weil in dem Warteraum sind wir, uns könnt ihr dann auch hören und wir können euch dann später dazu nehmen. Ganz wichtig für Leute, die heute erst joinen, ihr müsst immer 10 Minuten warten, bis ihr am Sprachchannel beitreten könnt. Also nicht wundern, wenn ihr da drauf kommt und mit uns sprechen wollt. 10 Minuten vorher warten, vielleicht dann jetzt, genau jetzt schon einsteigen, damit ihr gleich auch mitdiskutieren könnt. Richtig, ganz genau. Und denkt dran, jeder kommt dran, sofern wir die Zeit dafür haben, wenn überhaupt einer mitmacht. Vielleicht hat ja auch gar keiner was zu sagen. Aber es lebt natürlich davon, dass ihr uns eure Comic-Tipps gebt, die ihr so hattet, eure Comic-Empfehlungen, eure Lieblingscomics oder Comics, die ihr richtig schlecht fandet oder Comics, die ihr mal wieder lesen würdet oder die ihr verloren habt oder vielleicht auch euer wertvollstes Comic-Heft, das ihr besitzt. Ja? Vielleicht habt ihr auch mal ein Comic-Heft verkauft und beißt euch heute in den Arsch, weil es hunderte von Euro wert wäre. All diese Geschichten wollen wir wissen, also kommt auf nerdizismus.de/Discord. Bevor dieses Thema losgeht, startet jetzt wie immer auf Twitter die neue Umfrage für das Thema in 14 Tagen. Da wollen wir voll euch wissen, ob wir über Filmklassiker oder Humor made in Germany reden sollen. Also, in 14 Tagen bei Nerdizismus Live sollen wir da über Humor made in Germany oder über Filmklassiker
reden. So, das also soweit der Vorrede, Michael. Ich habe angedroht, dass ich wieder ein paar seltsame Dinge dabei habe. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich mich jetzt wieder mit auf diese... Also am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ich lese überhaupt keine Comics. Außer, dass ich ab und zu mal The Walking Dead quer lese. Ich kann gar nichts dazu sagen. Das wird eine ziemlich einseitige Sendung, weil du hast gesagt, oh, gar kein Problem, ich habe hier das und das und das und das. Und dann habe ich mir mal so überlegt, was habe ich denn für Comics gelesen? Also ein paar Star Wars Comics so, okay, ja, wie gesagt, Walking Dead ein bisschen quer gelesen und dann jetzt für WandaVision mal so auch über 2, 3 Wanda-Stories, so House of M und so, aber wirklich nur so quer gelesen. Ich bin weder in den Comicbuchladen gegangen und habe mir irgendwas gekauft, sondern ich habe mir jetzt die E-Paper-Version davon besorgt, noch sonst irgendwie was. Ich war von Superhelden-Comics auch grundsätzlich verwirrt, weil ich diese Release-Geschichten nie gecheckt habe. Ja, also wann da, wie, wo, was mal rauskam und Reboot und hier und Pi und Peng und war dann eigentlich immer froh, dass ich so im Zuge der Superheldenfilme diese ganzen Stories jetzt als Film bekomme und dass zum Beispiel Warner Brothers extrem gute Comic-Verfilmungen zum Beispiel im Batman-Bereich macht. Ja. Aber dann hört's mit dem, was man so klassisch unter Comics versteht, auch schon auf. Und als ich dann, wie gesagt, einen Ticken weiter meine Erinnerungen durchwühlt habe, bin ich doch auf einige Dinge gekommen, die man im weitesten Sinne als Comics bezeichnen kann. Aber dazu später mehr. Was ist dir denn so bei deinen geistigen Recherchen aufgefallen, als du nochmal über das Thema nachgedacht hast? Ja, das ist das Ding immer so mit geistigen Recherchen. Da denkt man an bestimmte Dinge und ganz andere Dinge, die hat man dann schon wieder vergessen. Ich habe hier hinten für alle, die uns zuschauen, so eine Wand. Die ist eigentlich fast voll mit Comics. Die geht Comics über und über. Und das hat bei mir relativ früh angefangen. Irgendwann Anfang der 90er. Bevor ich lesen konnte, hatte ich schon einen Comic in der Hand und habe dann einfach nur mir das angeschaut. Also von den Bildern war ich immer begeistert. Und bei mir hat es mit Disney klassisch angefangen. Wie bei wahrscheinlich vielen Kindern so der 80er, 90er, die irgendwie mit Comics aufgewachsen sind, was nicht unbedingt was pures Deutsches war, aber dann doch im deutschen Comictum fest verwurstet ist, die Mickey Maus und das lustige Taschenbuch. Ich glaube, zuerst war es in der Tat das lustige Taschenbuch, was ich irgendwann mal in der Hand hatte und dann durchgeblättert habe, bis ich dann in der Schule richtig lesen konnte und mir wirklich ein lustiges Taschenbuch geholt habe, was ich auch immer noch habe. Die Dinger, leider habe ich es jetzt hier nicht oben, weil meine lustigen Taschenbücher, ich habe 300 oder 400 Ausgaben von denen. Die sind alle im Keller. Die nehme ich von jedem, okay, von jeder Wohnung wieder zur nächsten mit, dass irgendwann meine Kinder die lesen können. Und das freut sich jeder Umzugsdienst immer wieder drüber, die Kisten zu schleppen. Und das ist eine spezifische Ausgabe, die ich mir geholt habe und die ich auch immer wieder gerne raushole. Und damit hat alles angefangen. Und eigentlich fängt auch mein ganzes literarisches Wissen nur mit den lustigen Taschenbüchern an. Denn wenn man so die früher gelesen hat, dann ist einem gerade in den frühen Ausgaben so um die um die 200er Reihe aufgefallen, wie viel Literatur eigentlich als Parodien in die lustigen Taschenbücher eingeflossen ist. Les Miserables habe ich das erste Mal über lustige Taschenbücher mitbekommen, weil es in einer Form, in einer Geschichte namens Das Geheimnis der Kronleuchter umgebastelt wurde mit Dagobert als, wie heißt der hier, der von Hugh Jackman gespielte Gilbert? Nee, nicht Gilbert, der immer abhaut. Aber jedenfalls, genau darüber habe ich dann auch sowas wie Herr der Ringe und Ähnliches, haben die alles da drin verarbeitet und irgendwann habe ich dann gerafft, als das Schulalter fortgeschritten ist, dass das ja einfach nur Adaptionen von bekannten Büchern und von bekannter Literatur ist. Und dadurch ist sowas bei mir dann überhaupt hängen geblieben. Also damit alles angefangen mit lustigen Taschenbüchern. Ja, diese Parodien von den lustigen Taschenbüchern sind für durchaus auch hängen geblieben. Jetzt nicht alle im Detail. Ich weiß, dass es eine, ich glaube, es gab irgendeine Indiana Jones Parodie, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Indiana Goof. Ja, genau.
Star Wars gab es dann irgendwie auch mal was. Ja. Dann glaube ich bin mir gar nicht, was gab es denn noch? Da gab es so viele. Ich glaube, die haben relativ viel Jules Verne verwurstet und sowas. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an alle im Detail erinnern, aber an so manche kann ich mich erinnern. Ich habe von den lustigen Taschenbüchern, also ich hätte dich als Kind definitiv beneidet um diese Buchrücken. Hast du also diese Ausgaben der Taschenbücher, die zusammen dann ein großes Bild geben? Das ist, genau, nach und nach ist das bei mir auch zusammengekommen. Ich habe mir die auch nicht immer neu geholt, weil die kosten ja ein bisschen was. Damals in den 90ern auf Flohmärkten haben die auch noch wirklich viel gekostet, als man sie geholt hat. Aber die findet man weiterhin auf Flohmärkten und darüber habe ich mir alle meine Ausgaben irgendwann zusammengeklappt. Mir fehlen, glaube ich, zwischen in den 100er Reihe fehlen mir 5 oder 6 verschiedene lustige Taschenbücher. Die muss ich mal auffüllen, aber sonst habe ich alles. Und die Rücken, die gab es ja auch erst ab Band 100 oder 125 irgendwie. So wurden die erst eingeführt. Vorher gab es die ja gar nicht. Vorher gab es einfach nur ganz normale, gab es nur die Nummer hinten drauf. Und das war's. Es kam ja erst in den, glaube in den 80ern erst hoch, dass es überhaupt diese Rücken gibt. Und dann gab es immer die Neuauflagen, wo sie auch bei alten Ausgaben die Rücken dann drauf gemacht haben. Wo ich aber eigentlich nochmal drauf hinaus wollte, mir geht's, also solche Parodien wie Indiana Jones und das Star Wars haben sie immer mal wieder zwischendurch gemacht. Heutzutage eher in Geschichtenform, aber es gab ja auch wirklich Charaktere. Und was du gesagt hast, waren eher die Charaktere, die darauf basiert sind. Also der Vetter von Goofy hieß einfach Indiana Goof und hat dann mit Mickey genau solche Abenteuer erlebt. Ich meine aber wirklich eher, und das ist verbreitet, eigentlich hätte ich mal eine Liste dafür raussuchen müssen wie heute, klassische Literatur, die in lustigen Taschenbüchern umgesetzt wurde. Und das meine ich dann halt so wie Les Miserables oder Herr der Ringe oder kann irgendwelche, sei es der kleine Prinz oder so, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ah, Don't Mention der kleine Prinz. Don't Mention der kleine Prinz, genau. Aber ja, das war dann, wo ich immer vorhing. Ich muss ja sagen, mir hat auch meine erste Gymnasiallehrerin, wo ich dann heute sagen müsste, das wäre damals Mobbing gewesen, was die gemacht hat, hat mir auch immer vorgeworfen, ich sollte doch mehr normale Bücher lesen. Ich sollte doch, Michi, komm doch von den Comics weg. Wurde immer gesagt. Sie hat immer Michi zu mir gesagt, das mochte ich gar nicht. Meine Eltern haben das am Elternsprechtag auch gesagt, dass ich das nicht mag. Nee, die Frau Schmidtke, die hat es aber immer weiter gesagt, nee. es hat mir nicht geschadet, dass ich trotzdem weiterhin Bücher Comics gelesen habe, was mich dann später auch zu normalen Büchern geführt hat. Aber allen Eltern, die irgendwie Kindern was vorsetzen, setzt ihnen gute Literatur wie lustige Taschenbücher und so vor, aus denen wird mal was. Ja, mindestens UX-Designer. Aber die bestehen doch immer aus Peng, Pum, Paff und Kawau. Ja, das ist, es gibt auch genug Leute heutzutage, die den Wert von Comics nicht ansehen und sehen, was für Geschichten man darüber erzählen kann. In Deutschland war das ja leider immer so ein Unterthema, eher was in die Kinderliteratur, in der Kinderliteratur verwurzelt war und wo man in den 90ern auch immer gesagt hat, Schundblätter oder... Genau, es gibt nur die Lautsprache dabei. Dabei hat man übersehen, dass andere Länder, gerade vielleicht hier im europäischen Raum, der franco-belgische Raum mit sowas Spirou und Co., ganz, ganz hochwertige Comics auch für Erwachsene da hatte. Und wenn man dann ganz weit in den Osten reinguckt, das ist dann in den Osten reinguckt, dann haben wir wieder Japan irgendwann, wo es für jedes fucking Alter von klein bis super alt irgendwelche Comics gab und wir es hier nie verstanden haben mit unserer großen deutschen Literatur, dass Comic-Literatur auch große Literatur sein kann und dass damit vor allen Dingen die Fantasie angeregt wird und man Gutes machen kann. Ich habe gleich noch ein paar Beispiele, was für ernsthafte Comic-Themen man dann in Comics noch umsetzen kann, neben den lustigen Taschenbüchern. Aber für mich war es eine Einstiegsdroge in die Welt der Comics. Ich blende jetzt mal für alle, die zuschauen, mal einfach eine random Bildfolge ein. Wir haben uns mal so einen Ordner gemacht und haben einfach mal ein paar Bilder reingeschmissen über Dinge, über die wir heute sprechen. Nicht immer in der Reihenfolge, wie ihr das seht.
Aber ich habe gesagt, mir sind da wieder so ein paar Sachen eingefallen. Und ich weiß nicht, ob man sich darüber streiten kann, ob das jetzt Comics sind oder nicht. Aber eigentlich würde ich schon sagen, dass es Comics sind. Und einer der ersten Comics, an die ich mich erinnern kann, ich sag mal zumindest mal so als Comic-Strips, ja, war eine Comic-Strip-Reihe, die immer in der Hör zu war, nämlich Mackie. Mackie, ja, den kenne ich auch noch. Ja? Klar. Mackie der Igel. Der war immer in der Programmzeitschrift Hör zu. Und zwar, wie ich jetzt gerade in Wikipedia lese, schon seit 1946 war das Ding drin. Ja? Also im Grunde genommen ewig. Ich hatte auch, glaube ich, irgendwann von meinem Bruder mal geerbt, so eine Steif-Plüschfigur von Mackie. Aber das waren natürlich immer nur solche kleinen Comicstrips. Dann ging es durchaus weiter mit einer reinen Werbefigur, von der ich als Kind aber jetzt gar nicht so das als Werbefigur wahrgenommen habe, nämlich Lurchi. Das ist von der Schuhmarke. Ist richtig, das von Salamander. Salamander, ich glaube, die gibt es, glaube ich, immer noch, die Schuhmarke. Und die hatten eine Werbecomic-Figur, nämlich den Feuersalamander Lurchi. Und da gab es dann im Schuhladen, und als Kind ist man ja relativ häufig im Schuhladen, weil man ja so schnell rauswächst aus den Dingern. Und da war natürlich immer so ein Lurchi-Comic, die waren immer wie diese Pixie-Heftchen. Dieses Format hatten die, so kleine, ja. Und die konnte man mitnehmen und dann gab es auch irgendwie so Malhefte und so ein Kram und ich kann mich da an keine einzige Geschichte erinnern oder sonst irgendwas, aber ich weiß, da habe ich immer ganz, ganz fasziniert auf diese Lurche-Dinger gewesen und das erste, sag ich mal, dann gab es noch, bleiben wir bei Werbedingen, dann gab es natürlich noch den Knacks-Club. Natürlich, der Sparkasse-Knacks-Club. Genau, das war so ein Werbecomic von der Sparkasse. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das war eigentlich so, das hat man sich schon abgeholt. Dabei war ich überhaupt nicht bei der Sparkasse Kunde, zu mich kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber das war mit Didi und Dodo und dem Hund Nero und die Bösen waren... Gibt's noch. Gibt's noch, okay. Ja, ich bin hier auf der Webseite von denen. Es gibt noch den Knacks-Club. Ah, okay. Und ja. die Bösen waren genau, und die Bösen waren immer die Fetzensteiner rund um Fetzbraun, ja. und seine Spießgesellen, ja, das war immer so ein Ding. Die habe ich auch regelmäßig, unregelmäßig, aber geholt mir in der Sparkasse. Da musste ich sogar von der Schule einen Umweg laufen, weil die Sparkasse nicht auf dem Schulweg war. Und wie gesagt, ich war kein Sparkassenkind. Warst du ein Sparkassenkind? Ja, gab ja nichts anderes bei uns im Dorf. Es gab noch eine Volksbank, aber bei der Volksbank waren dann immer nur seltsame Leute. Die normalen Leute waren alle bei der Sparkasse und natürlich habe ich mir da immer die Knacksclub Sachen abgeholt. In meinem kleinen Sparbuch habe ich mich da. Jeden Monat kamen die raus, irgendwie so war das, ne? Ja, also hier steht es für Wikipedia 2-monatlich, aber ich glaube, die kamen früher öfter raus. Ich glaube, dass die heute noch 2-monatlich kommen. Die Kinder lesen ja sowas nicht mehr. Man müsste es eigentlich mal durchblättern, um zu schauen, was für eine Message da so vermittelt wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt ja weiterhin, und das ist dann auch wieder so eine Gateway-Droge, diese Art von Comics gibt es weiterhin. Vor allen Dingen in so Apothekenheftchen. Das habe ich jetzt wieder rausgefunden durch meine Tochter. Meine Eltern haben nämlich irgendwann mal diese Apothekenzeit oder irgendein Apothekenheft, das auch jedes Quartal oder so rauskommt, für Kinder mitgebracht. Und meine Tochter liebt es halt, die Dinger da durchzublättern. Und das ist wie so eine kleine Mickey Maus mit zwischendurch kleinen Artikeln, mal ein paar Rätseln dabei, aber immer so ein, zwei Seiten Comics, die sowas von simpel gestaltet sind. Da gab es irgendwie, glaube ich, ein Comic über einen Typen mit einem Jungen mit seinem Hund und einem Wunderknochen. Und okay. Die wurden dann auf dem Spielplatz angepöbelt und gemobbt. Und dann haben die den Wunderknochen geschwungen und haben zurückgeschlagen.
wo ich mich dann auch gefragt habe, das ist ja auch eine wunderbare Message, die da an die Kinder weitergeht. Schlagt einfach zurück. Der Stärkere gewinnt. Ja. Ja, also da wäre ich mal wirklich gespannt, was da so für eine Message so rüberkam. Und dann, habe ich noch so zwei, bevor wir dann so in einzelne Dinge einsteigen, die ich vielleicht so am Rande noch so zu Comics zählen würde, die mich aber in der Tat sehr geprägt will ich nicht sagen, aber die mich schon als Kind sehr bewegt haben, lass es mich so sagen, waren die Comic-Büchlein, Heftchen, Comic-Strips von Erich Oser alias E.O. Plauen, nämlich Vater und Sohn. Okay. Sagt mir gar nichts. Die sind ganz alt. Die sind aus den 30ern und 40ern. Mhm. Kleine Comic-Strips, wo es um einen Vater geht, der mit seinem Sohn einfach immer kleine, ja, auf 6, 7, 8, 9, 10 Bildchen kleine Geschichtchen, ja, erlebt. Und das war insofern eine sehr tragische Geschichte, weil dieser Erich Oser aufgrund seiner politischen Einstellung, er war SPD-Mitglied und auch Sozialist gewesen und auch dem Kommunismus etwas nahe gestanden, dann nämlich von den Nazis, ich glaube, er hat Selbstmord begangen, also er wurde von den Nazis, hat Berufsverbot bekommen und sollte dann vor Gericht gestellt werden und hat sich dann in der Haft einen Tag vor dem Urteil, was er so richtig schön beim dem Schwein Roland Freisler gehabt hätte, dann erhängt. Und das war also schon was auch in diesen kleinen Heftchen immer drin stand. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, weil der aus Plauen kam, also aus dem Osten, und meine Eltern oder meine Mutter auf der Flucht waren, die auch irgendwie mal in Plauen gewesen. Und deswegen fiel ja das irgendwie so hängen. Also Plauen ist eine Stadt in Sachsen. Und deswegen, keine Ahnung, wollte sie mir das halt irgendwie nahe bringen. Und das sind aber auch so kleine Comicstrips. Die sind wirklich so, auch ohne Text, ja, funktionieren die und sind einfach ganz kleine Bildchen. Ich habe es euch ab und zu mal eingeblendet, wenn ihr also da so ein paar Schwarz-Weiß-Zeichnungen seht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind, ja, es ist natürlich ein bisschen naiver Humor, ne? Es ist halt auch schon beinahe 100 Jahre alt oder 80 Jahre alt. Aber diese Geschichte vom E.O. Plauen, also vom Erich Oser und seinem Vater und Sohn, das ist durchaus was. Und gerade so in Berlin und im Osten und so ist also Vater und Sohn, das kennt man da durchaus noch. Das ist bei uns so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wobei ich jetzt hier bei Wikipedia lese, dass es im Panini Verlag also durchaus noch aktuell gehalten wird und immer wieder verlegt wird. Also Vater und Sohn kann ich an der Stelle einfach nur mal, googelt's mal, schaut euch mal ein paar Comicstrips an, einfach, dass es mal gab. Aber sich mit dem Leben da von dem Erich Oser zu beschäftigen, ist durchaus interessant. So, und dann kam etwas, das ist definitiv durch meine Kindheit durchgegangen, von Anfang bis zum Ende. Mein Bruder hat es gelesen, ich habe es gelesen. Jeder da draußen hat ein Wort durch dieses Comic-Heft gelernt, von dem man sich immer gestritten hat, wie es ausgesprochen wird, nämlich das Yps mit Gimmick. Ach ja. Das Yps mit Gimmick. Und niemand wusste irgendwie, was eigentlich ein Gimmick ist. Also das war halt das, was dabei war, aber dieses Wort Gimmick, ja, das war irgendwie so ein Ding. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie lange ich Yps gelesen habe, aber ich würde mal behaupten, bestimmt von frühe 80er bis Ende. Also ich glaube bestimmt 8, 9, 10 Jahre, ganz sicher. Was war, hast du auch Yps gelesen? Nee, also ich habe reingelesen und ich glaube, ich habe zumindest bei meiner Tante und Onkel, die hatten so ein paar Yps-Ausgaben da, habe ich mal zwischendurch reingeschaut. Aber zu der Zeit, wo mir Yps aufgefallen ist, war ich schon viel zu sehr in der Disney-Welt verwurzelt, als dass mich das irgendwie so interessiert hätte. Und vor allen Dingen gab es ja auch in der Mickey Mouse immer, dass jede Woche irgendein kleines Ding zum Basteln. Ich habe immer noch einen Stift, den ich regelmäßig mit zur nächsten Arbeit nehmen zum Ausklappen von Donald Duck und ähnliches. Ich habe noch ein
die zusammengebauten lustigen Taschenbücher davon. Und das war mein Yps. Weil das gab es ja so in Mickey-Maus-Form schon. Und das war für mich spannender, weil es halt Disney gebrandet war. Ja, siehst du, für mich war Mickey Mouse immer so der billige Abklatsch vom Yps. Ich fand, da waren die Gimmicks einfach nicht ganz so cool. Ja. Ja. Ich meine, was hatte denn, ich meine, beim Yps, was gab es denn da immer? Es gab natürlich so, die Klassiker, an die natürlich jeder denkt, war natürlich die Urzeitkrebse. Na, gab es auch in der Mickey Mouse. Ja, okay, aber gab es denn die Woche später auch das Futter für die Urzeitkrebse? Ich glaube, das war direkt dabei, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Mindestens einmal gab es die Urzeitkrebse auch da drin. Dann war ich natürlich durchaus etwas enttäuscht, als mir irgendwann gewahr wurde, dass der Solarzeppelin im Grunde nichts anderes ist als eine schwarze Mülltüte. Die halt ein bisschen leichteren Plastik hat, damit sie halt gut schweben kann. Dann gab es noch so lustige Zauberkunststückchen, waren natürlich immer drin. Und was ich halt beim Yps irgendwie so mochte, oder andersrum, was ich halt bei der Mickey Maus, vielleicht habe ich deswegen die Mickey Maus auch nicht mehr so gemocht, weil bei der Mickey Maus waren halt immer diese Agentensets und Spionsets und... Das fand ich geil, ich wollte immer Detektiv werden. Detektivsets, ganz genau, und die waren halt, die waren im Yps nicht drin, also im Yps gab es nie so dieses Set, sondern da gab es halt dann... Nur das Pulver, also da gab es dann nur Fingerabdruckpulver. Na. Weißt du? Und nächste Woche gab es dann die Lupe dazu oder den nächsten Monat, ich weiß gar nicht, wie oft das rauskam, aber es gab halt nie so dieses Set. Und dann erinnere ich mich noch an einen, dann gab es mal so einen Trinkbecher, der war geil. So ein Trinkbecher, das war so ein in sich verschachtelter Kubus, den hast du so zusammendrücken können und einen Deckel drauf machen und auseinanderziehen und dann, ja. Das, genau, den Trinkbecher gab es noch. Dann gab es noch so eine Reisemühle und Reiseschach. Das war einfach nur so eine Plastiktüte mit einem Schach drauf gedruckt. mehr war das nicht, ja. Wenn ich mir da so vorstelle, was ich heute meinem Patenkind als schenke, wenn ich da was mitbringe, irgendwie so eine Bibi und Tina oder weiß der Teufel was, wo also ein ganzes kleines Transistorradio dabei ist. Ja. Hast du, gab's in der Yps, gab's doch bestimmt auch die Geheimschriftbrillen mit der roten Folie, oder? Ganz sicher, ja. Ganz sicher. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass diese rote Folie gab, wo wenn man dann mit entsprechenden Stiften geschrieben hat, man das entsprechend rausgefiltert wurde, dass man nur das richtig Geschriebene sah. Das war cool. Und wie gesagt, deshalb mochte ich das ja auch an der Mickey Mouse. Mickey Mouse war ja auch immer ein Detektiv in allen seinen Geschichten, vor allen Dingen in den lustigen Taschbüchern und in der Mickey Mouse. Und ich habe sogar noch irgendwie einen Detektivausweis oder einen Polizistenausweis auch noch bei den Sachen bei mir rumfliegen, die aus der Mickey Mouse waren. Da war ich immer noch ganz stolz drauf, mit meiner Kinderunterschrift da drauf. Also von daher... Oh, ich wette, auf einer Querdenken-Demo kannst du mit dem Ausweis heute ganz bestimmt noch irgendwelche Atteste ausstellen oder so. Ja, aber wie ist es denn bei mir weitergegangen? Es ist wirklich eine ganze Zeit lang... Weiß ich nicht, frag dich selbst. Ja. Es ist eine ganze Zeit lang immer nur bei Disney geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das Erwachsenwerden in Comics hat bei mir später stattgefunden. War aber in dem Sinne auch nicht schlimm, weil das Disney-Universum wirklich ganz, ganz viel bot. Zum Beispiel einen der prägenden Disney-Zeichner überhaupt. Wenn man mal vor allen Dingen viele lustige Taschenbücher oder in dem Fall Mickey Mäuse gelesen hat und sowas wie Donald Duck-Ausgaben, sind einem natürlich immer die gleichen Zeichner aufgefallen, die irgendwann eingesetzt worden sind. Und einen gab es da, der hat besonders gute Geschichten gemacht. Und der hat auch gerne mal Mehrteiler gemacht. Das ist, in der Mickey Mouse gab es ja oft diese Geschichten ganz am Ende, die dann über mehrere Wochen gingen. Mhm. Und vor allen Dingen seine Geschichten waren da drin. Und das ist so ein bisschen die Parallele zu dem, was auch in Amerika stattgefunden hat. Denn ich rede über Carl Barks, den guten Zeichner. Er wurde wirklich als guter Zeichner bezeichnet. Der Vater der Ducks sozusagen, weil er hat zwar nicht Donald Duck erschaffen, aber er hat viele andere geschaffen, wie zum Beispiel
Dagobert. Er ist der Schöpfer von Dagobert Duck. Und der Mensch hat auch eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, weil der ist zum Zeichnen eigentlich erst relativ spät gekommen. Erst so in den 30ern hat er richtig angefangen zu zeichnen und seine Zeichnungen zu verkaufen. Vorher hat er vor allen Dingen, er ist 1901 geboren worden, gab es natürlich die ganzen Kriegsgeschichten und sowas. Er hat versucht, zwischendurch mal einzelne Comicstrips an Zeitungen zu verkaufen. Das hat nicht so gut funktioniert. Hat sich aber alle Geschichten, die er so hatte, auch immer so als Disney-Geschichten vorgestellt. Und letztendlich ist er dann, wann war das? In den 30ern irgendwann. Zu Disney hat sich beworben als Zwischenphasenzeichner für Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Und da hatte er dann Erfolg dabei. Und wollte aber nicht diese Zwischenphasenzeichner bleiben, weil letztendlich machst du nichts anderes, als wirklich Zeichnung nach Zeichnung nach Zeichnung zu machen. Und das ist halt moderne Sklavenarbeit, mehr oder weniger, würde ich es heutzutage bezeichnen. Auch wenn es ein richtig geiles Handwerk ist. Aber das hat mich dann immer dann vorhin abgehalten, selber richtiger Zeichner zu werden, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie tausendmal das Gleiche zu zeichnen. Und der hat dann irgendwann von Disney sein Okay bekommen, Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten sind in verschiedenen Comic-Reihen immer wieder aufgetreten und diese Geschichten wurden immer tiefer. Und er hat sich auch historische Ereignisse dafür genommen, er hat sich Abenteuer vorgestellt, wo die Ducks wirklich in fremde Landen reisen. Und zu der Zeit damals, so, das war dann schon in den 50ern, 60ern, hat Disney es nie promotet, wer die Zeichner dahinter sind. Und die Fans sind aber darauf gestoßen, dass es diesen einen guten Zeichner gibt. Deshalb ist er auch, sein Spitzname ist der gute Zeichner. Bis dann irgendwann später, als er schon längst fertig war mit seinen ganzen Geschichten, erst dann ist er bekannt geworden und auch bekannt worden, dass er der Vater der Ducks ist. Und er hat ganz, ganz tolle, eine ganz, ganz tolle Library mit tausenden von Geschichten, die mindestens, wenn irgendjemand mal Disney-Geschichten gelesen hat, ist der mindestens über eine Karl-Barks-Geschichte mal gestolpert. Hier hinten, wenn man, ich weiß nicht, ob das man jetzt im Video sieht, habe ich so eine rote Reihe im Regal. Das ist ein Werk, was mich über 1.500 € gekostet hat und seine ganzen Werke über 30 Jahre zusammenfasst, was er alles an Duck-Geschichten gemacht hat. Was er hat, zum Beispiel Daniel Düsentrieb hat er auch erfunden. Und der hat mich lange auch inspiriert, selber Comics zu zeichnen und selber alles nachzuzeichnen. Und dementsprechend einer der ganz, ganz wichtigen Zeichner, der auch immer wieder neu aufgelegt wird in diversen Sammelbänden, ist Karl Barks. Michael einer der auf deutschen und Autoren sich an seinem überhaupt. Regal. So, wenn man sieht, wenn es ja, man kann jetzt die tollkühnen Abenteuer der Ducks auf hoher See. Genau. Kommentiert von Frank Schätzing. Okay. Der hat sich irgendwann mal das vorgenommen, hat eine Sammlung von Duck-Geschichten genommen und die zusammengefügt und das kommentiert. Und das ist einer der Bände, die man sich heute auch immer noch reinziehen kann. Was sind da für Geschichten drin? Da sind Geschichten. Moment, ich guck mal eben. So, Helden und Haie, der Fluch des Albatros, die Postenprüfung, der Fachmann, das goldene Vlies, Wunder der Tiefsee, die Königin der sieben Meere. Und wenn man mal irgendwann die Gelegenheit bekommt, da reinzuschauen, dann wird man sich, wenn man früher oft Mickey Mouse gelesen hat, ganz klar daran erinnern, wer dieser Zeichner ist. Und ich kann es immer wieder empfehlen, Karl Barks Geschichten zu lesen. Okay, also ist mir natürlich als Kind nie aufgefallen. Ich habe durchaus das ein oder andere lustige Taschenbuch mir auch mal gekauft. Meistens immer so ein Jumbo-Ding. Mhm. Ja, ich glaube, da waren dann drei lustige Taschenbücher in einem oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und die habe ich dann meistens so für einen Urlaub, weil die waren ja recht teuer. Die haben bestimmt, kann es das sein, dass die so 12 Mark gekostet haben? So nee, 6,50 Mark haben 6, die lange gekostet. Okay, okay. Auf jeden Fall gab es dann immer eins so für den Urlaub, aber das reichte ja auch. Und ja. Was mir allerdings immer aufgefallen ist, es soll deine Begeisterung dafür nicht schmälern, aber ich habe irgendwie so als Kind immer gedacht, das ist aber nicht lustig, das lustige Taschenbuch. Ich habe so nie gelacht dabei. Ich habe auch,
Also ich glaube, ich bin einfach mehr so der Comic-Strip. Da lache ich, ja. Aber bei so einem Asterix oder so, oder Timo und Struppi oder auch beim lustigen Taschenbuch, da habe ich auch als Kind nie wirklich gelacht. Das war wirklich einfach ein Zeitvertreib, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da immer so, ja, ich habe mich immer gefragt, wieso lache ich nicht beim lustigen Taschenbuch? Ja, ist auch einfach so. Kann ich dir vollkommen recht geben. Einerseits übrigens, Karl Barks, die Geschichten sind nie in lustigen Taschenbüchern erschienen. Okay. Mag okay. sein, dass in irgendwelchen Nebenreihen. Primär war es in Mickey okay. Mouse und dann eigenen Sonderbänden, wo man es dann immer wieder seine Geschichten gelesen hat, aber primär in den Mickey-Mäusen. Lustigen Taschenbücher, muss man da den Hintergrund sagen, die kommen größtenteils, die Geschichten, die da drin vorkommen, kommen aus Italien. Okay. Sind keine amerikanischen Geschichten. In Italien haben die auch eine große Comic-Kultur und da heißt die Reihe, glaube ich, Topolino, soweit ich mich dran erinnere. Und das meiste, was wir an irgendwelchen Geschichten von Zeichnern reinbekommen, hier in Deutschland, ist in der Tat aus dem italienischen Fachhandwerk. Okay, okay. Ja. Genauso wie eine Serie, die wie es dann weitergeht. Ich meine, einen anderen Disney-Zeichner komme ich gleich noch zu, was mich dann zu den Superhelden gebracht hat. Phantomias. Phantomias. Ja, oder wie manche Leute ja falsch aussprechen, Phantomias. Ich sage mal Phantomias. Phantomias, nee, ich sage mal Phantomias. Wie Phantomas, nur mit I drin. Phantomias, Phantomias, ja, keine Ahnung. Da sagst du was, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich sage mal Phantomias, deshalb kann ich gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich so ist. Ich hätte jetzt ich habe immer Phantomias gesagt, also Betonung auf die letzte Silbe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gute Frage. Ist auch übrigens im Italienischen entstanden, ist das Alter Ego von Donald, ist quasi ein Superheld, im Italienischen Paperinik. Und irgendwann, das war jetzt 1999, und da fing man dann meine Phase der erwachseneren Comics an, kam diese Reihe raus, Phantomias, im Englischen PKNA, Paperinic New Adventures. Während die meisten Phantomias-Geschichten vorher in lustigen Taschenbüchern stattgefunden haben, die lose zusammengehangen haben, gab es hier mal einen Versuch, in die Marvel- und Superhelden-Ecke zu gehen und eine kontinuierliche Story durchzuerzählen, was das Spannende war, weil es gab pro Monat einen Band und in diesem war eine Geschichte von die auch mit Aliens zu tun hatten und wo irgendwelche Superbösewichte dabei waren und wo er mit einer künstlichen Intelligenz eines Milliardärs zusammenarbeitet, um dieses Böse zu bekämpfen. Und als die Reihe 1999 rauskam, war ich völlig begeistert davon, weil ich in der Art das sowas noch nie gelesen habe. Mickey Mouse und lustige Taschenbücher haben halt nur eine gewisse Tiefe geboten. Und Karl Barks war nur einzeln dazwischen verwurzelt, aber das hatte mal was Ernsteres, das hatte teilweise auch was Brutaleres. Und leider wurde die Serie 2 Jahre später wieder eingestellt. Die deutsche Übersetzung. Dachte ich, schade. Ich habe irgendwie 6 Bände davon. Dann 2000, irgendwann ein paar Jahre später, haben sie es nochmal versucht, in Deutschland das rauszubringen. Hat wieder nicht geklappt. Ich konnte nur dann 2, 3 Ausgaben weitermachen. Durfte ich also auch nicht die große Geschichte weiterlesen. War dann irgendwann dazu gekommen, dass ich mir aus dem Internet über eine Fanübersetzung die restlichen der 42 Bände geholt habe, aber nie gelesen habe. Und jetzt in der Tat in den letzten Jahren, wer es heutzutage lesen will, kauft sich die LTB Premiums. LTB Premium ist so, dass auch das erwachsenere Serienformat der lustigen Taschenbücher, wo solche Stories wie Mickey X oder der neue Phantomias verwurstet werden. Das ist mittlerweile die haben 40 Bände und der Donald, der Phantomias wurde in 10 Bänden irgendwie dann veröffentlicht und ich habe wirklich, ohne Witz, dementsprechend 20 Jahre gewartet, bis ich diese Geschichte komplett lesen konnte. Okay, das ist ja, dann weißt du ja ungefähr, wie es so dem durchschnittlichen Game of Thrones Leser heutzutage geht.
Bin ich ja auch. Das ist ja das Problem. Wieso suche ich mir sowas immer aus? Weiß ich nicht. Also merkt euch, wenn der Michael es liest, dauert es ziemlich lange mit den Fortsetzungen. Du hast vorhin eine Sache erwähnt, die in der Mickey Maus war und die war natürlich im Yps auch. Das waren die Fortsetzungsgeschichten. Ja. Und im Yps waren da einige von drin. Das waren ja im Grunde genommen immer nur auseinandergezogene reguläre Comics, die es bei uns entweder noch nicht gab oder nicht so. Oder vielleicht auch gab, aber ich als Kind habe das nicht so mitgekriegt. Da gab es dann so Is No Good und Masopilami und so weiter. Mhm. Waren sehr viel französische und belgische Comics. Richtig, ganz genau. Und auch eins, und da kann ich mich definitiv dran erinnern, da habe ich mir dann auch mal das erste eigene Comicbuch gekauft, auch wieder Strips, ja, war Robin aus dem Wald. Okay. Robin aus dem Wald ist so eine Parodie auf Robin Hood, wo es halt den Robin aus dem Wald gibt und den Sheriff und die Ehefrau vom Sheriff Kunigunde. Und ja, der Robin versucht halt dauernd die Leute auszurauben und der Sheriff versucht die ganze Zeit heimlich einen trinken zu gehen und die Kunigunde versucht halt dauernd den Sheriff an der kurzen Leine zu halten. So, das ist ein bisschen ähnlich wie Häger, ja. Eigentlich sogar, wo ich es jetzt so sage, ziemlich ähnlich wie Häger. Und sogar älter als Häger. Also Häger ist 73 erschienen und Robin Dubois, also Robin aus dem Wald, ist sogar schon von 69. Also wenn, dann hat der Häger eher davon geklaut. Und diese zwei in Häger habe ich auch sogar hier. Genau, so, da habe ich mal angefangen von der, ich meine, man kann nicht sagen, dass nicht auch Comics inzwischen im Feuilleton angekommen sind, denn die FAZ hat irgendwann mal angefangen, Klassiker der Comicliteratur in solchen Bänden rauszubringen. Ja. Und es gab mal eine Zeit, da bin ich sehr viel Zug gefahren beruflich und dann habe ich mir, und auch geflogen, und dann habe ich mir einfach hier, habe ich mir Häger geholt. Spider-Man, ich fand das halt insofern ganz gut, als das einfach mal so ein Best-of an Spider-Man-Comics ist. Ja, ja, die essentiellen Sachen wurden einmal für richtig den Nubi zusammengefasst. Genau, aber auch so Sachen wie mal so Simpsons-Comics, die auch nicht komisch sind. Ja. Und die Fantastischen Vier. Ja. Und durch diese Fortsetzungsromane oder Fortsetzungscomics wie eben Robin aus dem Wald bin ich dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Aber du hast gerade eben was gesagt und das ist auch wieder sowas, eine Erkenntnis, die mir jetzt so eingefallen ist, während wir sprechen. Mein Bruder ist ja 7 Jahre älter. Also habe ich Anfang der 80er, als ich so 6, 7 war und gerade so in der Grundschule so das Lesen gelernt hatte, habe ich natürlich die Comics von meinem Bruder gelesen. So, ja. Und mein Bruder war ja dann schon 10, 11, 12 und 13 und der hat natürlich ganz andere Comics gelesen, er hatte kein Yps mehr gelesen. Ja. Ja. Der hatte 3 Comics, die ich als Kind faszinierend fand, die ich also wirklich, ich habe die nicht verstanden, aber ich fand die toll. Zwei waren französische Comics, das eine ist Michel Vaillant, ja. Ja. Da geht es um einen Rennfahrer irgendwie. Davon hatten wir ein paar und dann aber ein Comic, das hat mich absolut fasziniert, das war Dan Cooper, der Testpilot. Und das sagt mir gar nichts, also Ballon kenne ich, den gab es auch regelmäßig mal in der Bücherei zum Ausleihen und so. Ja, und ab und zu saust der Dan Cooper hier auch durchs Bild, Dan Cooper, der Testpilot, das war also wirklich so eine, ja, ich sag mal so eine richtige Action-Comic-Reihe. Ja, also der war Testpilot der US-Armee, ja, und hat natürlich die neuesten Jets gehabt. Ich sag mal, das war so, das Ganze kam raus, ich habe es mir eben nachgeguckt, von 81 bis 83 kam das in Deutschland raus. Insgesamt gab es 20 Bände, jeweils um die 52 Seiten rum. Also die waren schon ein bisschen dicker und das Ganze war aber in Deutschland immer dann so ein, auch so ein kleines Flugmagazin dabei. Ja, also die Alben, also in Frankreich sind die als Alben rausgekommen, bei uns glaube ich nicht so, oder sagen wir mal so, die Heftchen, die Alben wurden dann in Heftchen aufgeteilt, sagen wir es mal so, und dann waren vielleicht immer 3 Heftchen ein Album, irgendwie sowas.
Ja, und damit man aber die restlichen Seiten halt noch füllen musste, hat man dann einfach ganz viel so Flugzeugkram reingemacht. Ja, also so, ich sag mal, wie so ein kleines Informationsheftchen auch noch über Flugzeuge. Also da ging es mal über Jets und über Doppeldecker und Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg und keine Ahnung was. Und das war natürlich für mich als 5-6-Jähriger einfach nur zum Durchblättern toll. Na. Ja. Das war, selbst wenn du es nicht gelesen hast, war das einfach nur, weil auf jeder Seite explodierte. Es war wie so Top Gun in Comic, ja? Das heißt, selbst wenn ich die Geschichte nicht verstanden habe und teilweise auch vielleicht gar nicht lesen konnte, die Bilder waren toll, weil es einfach überall Action drauf war. Ja, das war also richtig so eine ganz tolle Sache. Michel Vaillant oder Michel Weiland oder so, ja, der hat man nicht so viele von. Da habe ich auch ewig gebraucht, um zu raffen, dass nicht an jedem Sanitärladen, wo Weiland dran steht, dass da der Rennfahrer mit gemeint ist. Als Kind auch nicht so auseinanderhalten können. Und dann hatten wir eine Comicserie und da habe ich auch wirklich mal ein bisschen was von mal nochmal gekauft. Das war dann nämlich Bud and Chester, so hießen die Comic-Heftchen. Und eigentlich hießen die Alben Le Tunique Bleu, also die blauen Boys. Und okay. Da gab es auch ein Computerspiel zu, North and South oder North vs. South. Das kann ich gleich mal holen. Das gibt es sogar noch für die Switch als Remake. Klammer auf, funktioniert leider mit der Controller-Steuerung, ist nicht sonderlich spielbar, brauchst du eine Tastatur für. Aber da ging es um ein lustiger Comic, aber durchaus mit einem ernsten Hintergrund, denn der spielt nämlich im amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Und man folgt den, also ein Knollennasen-Charakter, ne? Also ist jetzt nicht ernsthaft gezeigt, also nicht so wie die Französen, also Dan Cooper oder Michel Vaillant, die sind ja ernst gemeinte Comics, die sind ja auch realistisch in Anführungszeichen gezeichnet. Das waren schon Knollennasenmännchen und wir folgen halt dem Cornelius Chester und seinem Kumpel, dem Blutch, oder ich wusste auch nicht, ob man den als Blutch oder Blutch ausspricht, die in der Nordstaaten-Kavallerie sind. Und der Blutch, der ist nur im, also beide sind unfreiwillig in der Armee, während der Chester allerdings in seiner Aufgabe ziemlich aufgeht, will der Blutch eigentlich bei jeder Gelegenheit nur stiften gehen. Ja? Und sie haben halt einen völlig verrückten Anführer, nämlich den Captain Stark. Und der Captain Stark, der ist halt ein totaler Draufgänger. Und immer wenn irgendeine Attacke ruft, ja, dann rennt er zu seinem Pferd und reitet eine Attacke, scheißegal, ob irgendjemand dabei ist oder nicht. Und ja, also da gibt's einige Bände von, das ich weiß gar nicht wie viele, aber schon wirklich einige in allem. Insgesamt 17 kamen auf Deutsch raus, auch so 44 Seiten. Und wie gesagt, es gab ein Computerspiel North and South, damals für den Atari und Amiga und jetzt als Remake für die Switch. Und das war wirklich ein Comic, der mich dazu gebracht hat, dann durchaus das ein oder andere Mal diese nordamerikanischen Bürgerkrieg mal im Lexikon nachzuschlagen. Damals hat man ja noch Lexikons gehabt. Übrigens, Fun Fact, die Jungs vom Brockhaus haben es geschafft, einen mehreren Millionen starken Schuldeal abzuschließen für die digitalen Lerninhalte. Ja, was man auch bei Wikipedia hätte nachschlagen können. Aber wir haben lieber ein paar Millionen dafür ausgegeben. Aber gut, ich sag mal, die haben jetzt jahrelang nichts verdient, sollen sie was kriegen. Ja, also von daher kann ich wirklich die Comics von den blauen Jungs oder Button Chester, so hießen die Heftchen, kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind, ist französisch gezeichnet, aber die sind wirklich auch historisch relativ korrekt. Da hat man sich also wirklich Mühe gegeben. Da gibt's auch Tote, ja, also wenn die über so ein Schlachtfeld gehen, da liegen da auch Tote rum. Also das wird dann durchaus auch gezeigt und die sind mir hängen geblieben. Unter anderem auch wegen diesem tollen Computerspiel, was leider jetzt im Remake, ja, es ist halt einfach ein 1:1 Remake und da merkt man halt so, drei Minigames, das trägt halt einfach kein ganzes Spiel. Gibt's auch, wie gesagt, kann man wieder kaufen. So, bevor ich zu was anderem als Disney übergehe, muss ich noch eine Disney-Sache haben. Ich bin ja wunderbar vorbereitet, aber trotzdem, ich habe ja meine Sachen alle hinter mir. Das
Yes. Während der Michael was raussucht, könnt ihr mal in den Chat schreiben, was so eure Lieblingscomics sind oder was wir irgendwie so an Geheimtipps mal unbedingt lesen sollten. Ja, schreibt das doch mal in den Chat. Und übrigens auch nochmal die Aufforderung, ne, wenn uns jemand das auch live persönlich in Farbe und Bunt sagen möchte, dann auf nerdizismus.de/Discord und dann einfach ab ins Wartezimmer. Da wollen wir gerne mit euch reden heute Abend. Also nur nicht zu schüchtern, wer was zu sagen hat. Oder einfach mit uns über Comics plaudern möchte. Heute ist die Gelegenheit dazu. So, was hast du rausgesucht? Genau, ich habe eine besondere Reihe von dem zweiten besten Zeichner von Disney rausgeholt, den ich eigentlich schon fast lieber als Karl Barks mag, weil der für mich einfach die Geschichten wunderbar detailreich illustriert hat und noch mehr in Richtung Geschichten erzählen und umfangreiche Abenteuer erzählen gegangen ist. Und zwar rede ich über Don Rosa und die, ich glaube, Eisner Award prämierte Serie Sein Leben, seine Milliarden breche. Es ist, im Prinzip hat der sich's irgendwann mal vorgenommen, eine Biografie für Dagobert Duck zu zeichnen. Also wirklich eine zusammenhängende Biografie. Und dazu muss man wissen, dass als sein Vorgänger, er gilt wirklich als Nachfolger von Karl Barks, Karl Barks über seine Geschichten hinaus immer wieder kleine Titbits von Dagoberts Vergangenheit reingeschmissen hat. Wie er beim Klondike gearbeitet hat und wie er aufgewachsen ist als Kind. Und das hat er sich dann in einem Megawerk zusammengearbeitet und eine kohärente Geschichte daraus von der Jugend von Dagobert bis zum ersten Treffen mit Donald und seinen Jungs als verbitterter alter Greis, bevor sie auf Abenteuertouren gehen, zusammengeschrieben hat über mehrere Jahre in ich glaube, 6 Bänden plus diversen Anhängen. Gibt es auch als einzelne Sammelbände, ist mit dem Eisner Award prämiert worden und ist ein ganz, ganz tolles Werk, was diesem Charakter von Dagobert Duck eine unglaubliche Tiefe gibt und ihn so darstellt, wie man ihn oberflächlich eigentlich nie kennengelernt hat. Also für die meisten, die Dagobert Duck ist halt ein Geizkragen, ist ein Trilliardär, irgendwas mit Zillionen hat er und springt in seinem Geldspeicher rum und das war's. Karl Barks hat schon seine weiche Seite sehr oft angedeutet in den Geschichten, dass er nicht nur der hartherzige Geizkragen ist. Und Don Rosa hat es perfektioniert. Der hat sich die Geschichten genommen und gezeigt, wie er denn zu so einem verbitterten alten Geizkragen geworden ist. Wie er von seiner idealisierten Jugend als kleiner Schuhputzer in Schottland nach Amerika ausgewandert ist, um im Klondike beim großen Goldrausch dabei zu sein, seine erste Millionenmacht auf Weltreise geht, um sich sein Imperium und seine Milliarden zusammen aufzubauen, immer verbitterter und härter wird, mit seiner Familie am Ende bricht und Jahrzehnte erstmal alleine ist. Und er hat es auch in der Zeit angesiedelt, wo die ganzen Karl-Barks-Geschichten waren. Das waren so in den 50ern und 60ern. Und alles davor hat er in die entsprechende Zeit eingeordnet. Und wenn man mal einen wirklich guten Disney-Comic lesen möchte, ohne irgendeine Riesenauswahl an Einzelbänden von irgendwas zu haben, holt euch Don Rosa, sein Leben, seine Milliarden, ist für mich einer der absolut besten und bestgezeichneten Disney-Comics, die es überhaupt gibt und immer wieder lesenswert ist. Okay. Und das ist so ein Hardcover-Ding oder zeig nochmal. Ja, es gibt das mittlerweile in verschiedensten Versionen. Ich habe es einerseits in den Originalausgaben, wie es dann, also ursprünglich ist es auch hier in der Mickey Mouse als Fortsetzungsgeschichten erschienen. Okay. Dann gab es diese einzelnen losen Bände, die sind dann nochmal als Kollektionen rausgekommen und ich habe dann gibt es einen Sammelband, den sowohl als Hardcover als auch als Softcover geht. Das Ding wurde so oft wieder neu aufgelegt. Und dann gibt es die Don Rosa Collection, wo alles nochmal von ihm gesammelt drin ist und kommentiert. Und man erfährt halt von allem. Man erfährt von Ursprüngen der Panzerknacker, man erfährt von Ursprüngen von Daniel Düsentrieb und seinem Vater. Man
kriegt viel von der Familie mit. Man bekommt mit, wie Dagobert dann irgendwann nach Entenhausen zieht, wie sein erster Geldspeicher mit nur ein paar Fässern Gold am Boden aufgesetzt wird. Es gibt Tod in dieser Serie, also es gibt durchaus eine Progression und ein Narrativ, wie er sich entwickelt. Und ja, kann ich dir gerne mal ausleihen, aber das ist für mich eine der fantastischsten Reihen, die es von einem sehr, sehr fantastischen Zeichner, der sich auch in Details im Hintergrund verliert, der hat teilweise Jahre gebraucht, um seine Geschichten zu erzählen, bis er leider Augenkrankheit bekommen hat und nicht mehr weiterzeichnen konnte und dann nur noch auf Cons erschienen ist, immer seine Pepperoni, selbstgezüchteten Pepperoni dabei hat und die an Fans verschenkt. Ich habe auch Zeichnungen von dem, eine Code-Zeichnung. Ich war auf, glaube ich, der Büchermesse in Frankfurt. Da ist er auch, da war vor etlichen Jahren, glaube ich, mittlerweile auch 10 Jahre her. Und ich wollte nicht nur eine Zeichnung einfach von ihm haben und ein Autogramm, weil ich selber immer viel gezeichnet habe, habe ich ihn einen Donald vorgezeichnet und er sollte mit der Zeichnung darauf reagieren. Das hat er gemacht. Da bin ich noch mittlerweile noch sehr stolz drauf, weil wenn man jetzt Zeichnungen von ihm haben will, das geht in die hunderte Euros und mehr. Okay, also hast du da noch ein Schätzchen zu Hause sozusagen. Mehrere Schätzchen. Aber ist es dann, dann bist du ja da jetzt richtig drin. Ist es denn dann auch so, wenn dann solche Origin-Stories gemacht werden, dass das dann mit dem bisherigen Kanon nicht übereinstimmt? Naja, der bisherige Kanon, also der Ursprungskanon, wird auch von vielen Fans als der Karl-Barks-Kanon angesehen. Und da sich Don Rosa wirklich teilweise sklavisch an die Karl-Barks-Sachen gehalten hat und auch Panels von ihm komplett reproduziert hat in seinem eigenen Stil, kann man das schon als Dagobert Duck-Kanon bezeichnen. Aber darüber hinaus ist es dann mehr wie der Rest ist eigentlich Inkarnationen davon. Was jeder Zeichner hat sein eigenes Ding gemacht. In den lustigen Taschenbüchern gibt es keine durchgehende Story oder einen Kanon. Da ist klar, dass Dagobert beim Klondike seine erste Million gemacht hat und das war's. Und dass Donald ein Pechvogel ist und die Neffen clever und solche Sachen. Aber mehr gibt's da nicht. Was am nächsten einer offiziellen Geschichte und eines offiziellen Kanons rankommt, sind die Karl Barks und noch mehr die Don Rosa-Geschichten, weil er das einfach in der Zeit von Karl Barks zusammenfügt und alle Kleinigkeiten aufsammelt, um daraus ein zusammenhängendes Werk zu schaffen. Verstehe. Ja. Das sind ja eben, also ich sag mal, das ist ja durchaus so ein Klassiker, der 500 First, wie spricht man nicht? Soll es nicht eine ST dran sein? 500 First eigentlich, da muss doch ein ST dran. Naja gut, okay, du schreibst dich, wie du möchtest. Sagt, seine Lieblingscomics sind auf jeden Fall Deadpool Kills the Marvel Universe. Ja, das haben wir letztens gerade erst geschenkt bekommen und auch selber nochmal verschenkt, all die, weil es so gut war. Und Darth Vader Comics, ja, die kenne ich als Hörbücher Lucky Luke und Asterix und da müssen wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen, denn kein Abend über Comics wäre natürlich komplett, wenn wir nicht über, ich sag mal, die großen drei sprechen würden, die eigentlich zumindest jeder in den 80ern und 90ern definitiv auf dem Schirm hatte. Bei Tim und Struppi weiß ich es nicht, aber Asterix, Lucky Luke und Tim und Struppi waren natürlich unter allen denen, die ich vorher noch gesagt habe, waren das natürlich die absoluten Highlights. Das heißt also Asterix-Comics alle, Tim und Struppi-Album alle und Lucky Luke zumindest ein Großteil. Ja, und habe ich auch alle da hinten stehen, zumindest Asterix und Spirou und Fantasie. Ja, und bei Asterix war es, also meine Reihenfolge ist auch durchaus Asterix, Timon Struppi und Lucky Luke, das wäre so meine Rangliste. Ja. Lucky Luke, ja, schwankte so ein bisschen, da mochte ich eigentlich am Ende die blauen Boys dann oder Button Chester lieber, also wenn schon Western, dann die anderen zwei. Asterix konnte ich mit den ersten Bänden nichts anfangen, weil ich mochte diesen Zeichenstil einfach nicht. Ich habe halt irgendwann random angefangen, da welche zu lesen, ohne auf die Reihenfolge großartig zu achten.
Und habe dann, da ich die ersten zwei, drei wahrscheinlich erst später gelesen und dachte mir, boah, wie sehen die denn aus? Das geht. So wie man heute die ersten zwei Staffeln Simpsons guckt, ja. Da denkst du dir auch so, ey, Karamba, wie sieht das denn aus? Und natürlich Tim und Struppi, die ich wirklich toll fand, weil die einfach so tolle Abenteuer erlebt habe, so unter Wasser mit diesem Haifisch-U-Boot und auf dem Mond und alles Mögliche. Und war dann ganz überrascht, weil ich die auch völlig vergessen hatte, dass natürlich gerade Tim und Struppi, aber auch Asterix und bei Lucky Luke habe ich es noch nicht gehört. Aber die müssten eigentlich, wenn man es jetzt mal nach, wenn die jetzt bei Disney rauskamen, heute mit einem Disclaimer versehen werden. Und zwar alle drei. Ja. Ja. Ja, ich meine, Tim und Struppi habe ich nie gelesen. Ich mochte den Zeichenstil nicht so sehr und die Ersch-Comics, also Ersch, der hat ja auch schon einen sehr hohen Anspruch an seine Comics mit da reingebracht. Also Tim und Struppi ist ja fast schon Literatur, die man liest. Und in die Welt bin ich nie ganz eingetaucht. Ich habe irgendwann mal im Studium ein Referat darüber gemacht und fand es ganz faszinierend, was für eine Welt, wie er auch sich selbst damit reingebracht hat und was für eine Kunst eigentlich hinter Tim und Struppi steht. Aber ich habe es nie wirklich groß gelesen. Lucky Luke, immer nur einzelne Ausgaben aus der Bücherei mal ausgeliehen. Asterix schon eher. Das hatte auch unser Nachbar, der im Alter meiner Eltern war, der hatte auch alle Asterix-Bände und das fand ich mal ganz toll, bei meinem Nachbarn in der Wohnung zu sitzen und alle Asterix-Bände zu lesen. Da war ich ganz happy, als ich das durfte. Mhm. Mein Asterix war ja auch so das Erste, was ich so multimedial durchgenudelt hatte. Also nicht nur, dass es Hörspiele von Europa gab, mit Hans Clarin als Asterix und Günther Pfitzmann als Obelix, ja. Wolfgang Völz als Majestix, ja. Also da waren ja dann durchaus schon stimmgewaltige Kerle da am Werk gewesen. War jahrelang auch Asterix und Kleopatra einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind, ja. Also das ist auch eine von diesen VHS-Kassetten, die also durchgenudelt worden von oben. Ja, und auch dieser eine Song von den Bösen da, ja, ganz großartig, ja, wo sie den Kuchen da backen, ja, den kann ich heute, also ich kann ihn jetzt nicht mehr auswendig, aber wenn du ihn mir jetzt vorspielen würdest, könnte ich ihn sofort mitsingen. Ich brauche nur noch mal so die Anfangssilbe der Texte und ja. Asterix habe ich sogar mehrfach geholt, weil ich durchaus auch ein Fable hatte und mir jahrelang einen Spaß draus gemacht habe. Ich habe leider jetzt gerade keins zur Hand, aber ich mochte diese Mundart Asterix und die gibt es auch auf Pelsisch. Ja. Auf Pelsisch gibt es die A und da habe ich zwei davon und es ist total super, wenn man das jemand gibt, der wo das nicht schwitze, wie ich, ja, und auch nicht lese und dann gibst du dem das und dann sagst du, jetzt liest mal vor und jeder kennt jo ganz Gallier von der Gallier von der Römer besetzt, nee, nicht ganz, kennt ja jeder die ersten Sätze, gell, und dann sollen das die Leute vorlesen und die kennen es nicht, das ist herrlich. Und wir haben in Latein, haben wir es halt auch gelesen, auf Lateinisch. Ja. Ja, natürlich. Was sehr schön war, weil die Übersetzer sich sehr viel Mühe gegeben haben, diese Anachronismen, die ja teilweise in den Texten waren, ins Lateinische zu übersetzen. Sie dann sehr, sehr nett umschrieben haben. Nicht, dass mir jetzt gerade da ein Beispiel einfällt, aber das war schon ganz gut. Also das war, ich sag mal, Spaß an Latein kann durchaus mit Asterix vermittelt werden. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht mehr, ob es nur bei Asterix der Gallier war. Ich bin absolut bei dir, die ersten, zumindest der erste Asterix-Band und dann vielleicht noch ein, zwei danach, die Zeichnungen von Uderzo, die mussten sich entwickeln. Ja. Ich weiß gar nicht, haben die beide, Goscinny hat ja gezeichnet und Uderzo hat die Geschichten gemacht, so rum war es, glaube ich. Die mussten sich entwickeln, die haben sich auch dann wirklich schnell entwickelt. Es war genau umgekehrt, also Uderzo hat gezeichnet und Goscinny hat geschrieben. Ja, genau, stimmt. Goscinny hat geschrieben und der hat am Ende auch noch, war derjenige, der länger gelebt hat. Richtig. Der ist, letztes Jahr gestorben. Ja.
letztes Jahr. Und als er die Geschichten übernommen hat, ist die Qualität auch deutlich gefallen, muss man sagen. Leider deutlich. Aber gut, dafür konnte er wunderbar zeichnen. Für den ersten Asterix-Film ist das in der Tat so, der Gallier wurde verfilmt ohne Zustimmung von Oderzo und Goscinny. Und die waren sehr, sehr wütend darüber, dass das überhaupt gemacht wurde und wollten das erst gar nicht mehr zulassen. Es gab, glaube ich, sogar hier bei Wikipedia steht, die stoppten die fast fertige Verfilmung von Die goldene Sichel. Und das war mir gar nicht bewusst, dass es da rauskam. Ich glaube, erst ab dem Asterix der Gallier gab es dann auch den Stempel von den beiden, Asterix und Kleopatra gab es dann den Stempel von den beiden auf die Filme überhaupt drauf. Aber der erste war auch bei denen beiden ein sehr, sehr verhasster Film. Mhm. Ja, diese Asterix-Zeichentrick-Dinger, die schwanken auch ganz stark. Also Asterix der Gallier als Zeichentrick ging es mir genauso wie bei den Comics, den Zeichenstil so, was ist das? Dann hast du Asterix und Kleopatra, der schon ziemlich gut gezeichnet ist und auch ziemlich genau an die rankommt. Dann hast du natürlich Asterix erobert Rom, der natürlich, ich sag mal, sehr avantgardistisch teilweise daherkommt, ja. Den ich als Kind auch mega scheiße fand, weil der ist für Kinder einfach zu hoch, ja. Aber wenn du den natürlich heute guckst mit dem Haus, das Verrückte macht und dem sprichwörtlichen Passierschein A38, ist das natürlich einfach nur noch sensationell, aber das raffst du als Kind halt gar nicht, ja. Ja, ja, ja. Aber ja, das ist genau, das war bei mir bei Asterix erobert Rom auch so. Als Kind mochte ich den gar nicht so sehr. Er ist dann aber als einziger Film so wirklich richtig hängen geblieben. Ich mochte dann lieber sowas wie Asterix Sieg über Cäsar, der Inspiration bei den richtigen Geschichten hatte. Aber Asterix erobert Rom hat natürlich den absolut eigenen Vorteil, dass es eine ganz, ganz eigene Geschichte ist, die auf keinem Comic basiert und dementsprechend auch für sich stehen kann und frei ist von allem. Ja, und am tollsten fand, war dann schon, weil der einfach auch von der Zeichenqualität her meiner Meinung nach der beste Asterix ist, war halt dann Sieg über Cäsar. Also Sieg über Cäsar, den habe ich im Kino, glaube ich, dreimal gesehen. Also mindestens zweimal war ich im Kino drin. Und der hatte endlich auch Disney-mäßige Qualität, was die Animationen anging. Auch was die Effekte anging. Die hatten dann schon so Neon-Effekte drin und das Feuer und so. Das war richtig, also habe ich es in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, dass der wirklich qualitativ extremst gut war. Und den Soundtrack fand ich toll. Genau. Das Titellied war es ganz großartig. Ja, deshalb war es lange auch mein Asterix ist da. Genau, Ich glaube, das haben sie dann auch für die Hörspiele übernommen, ja. Ja. Ja, fand ich auch ganz großartig, aber ich glaube, als den Test der Zeit hat Asterix erobert Rom besser überstanden als Asterix Sieg über Cäsar. Ist auch, glaube ich, bei den meisten eher hängen geblieben. Aber ja, die Asterix-Reihe. Die ist ganz, ganz toll und auch wunderbar, wie die einfach aus einem Guss war. Und das war wirklich auch eine der, ich glaube, gab es natürlich noch sowas wie Gaston bei mir und Spirou und Fantasio, aber Asterix hat natürlich auch dann doch neben Disney einen gewissen Platz eingenommen. Die Alben waren dann, glaube ich, meist einfach nur zu teuer oder zu hochwertig, dass ich mir die dann nicht geholt habe und eher aus der Bücherei ausgeliehen habe. Das war ja das Schöne, damals hat man sich noch wunderbar immer alle Comics aus der Bücherei auch ausleihen können. Das machen ja die meisten Leute heute, glaube ich, gar nicht mehr so im Zeitalter der E-Books und E-Comics. Was eigentlich sehr schade ist. Also wir hatten einen wilden Mix aus Alben und Hardcover. Also irgendwie so, was gerade greifbar war im Buchladen. Und auch, ich habe immer mit Neid auf, es gab ja diverses Asterix-Merchandise, das ja durchaus auch auf diversen Kanälen vertrieben wurde. Ich habe zum Beispiel immer mit Neid auf eine Anzeige in der IWZ, ich weiß nicht, wie dieses kostenlose Programmheftchen bei euch in NRW damals hieß, was samstags immer alle Woche in der Zeitung beilag, bei uns hieß das IWZ, die Illustrierte Wochenzeitung. Und da war auf der letzten Seite immer
so sammelbarer D'Agostini-Scheiß. Also das war, glaube ich, nicht okay. von D'Agostini, aber es war halt so sammelbarer Kram. Und wenn sie nicht wussten, was sie machen sollten, da haben sie halt einfach immer irgendein Schachbrett gemacht. Ja, ein Lizenz-Schachbrett. Und da gab es unter anderem halt auch ein Asterix- und Obelix-Schach mit okay. Römern als schwarz und den Galliern als weiß mit Zinnfiguren in so einem relativ hochwertigen Ding, was, keine Ahnung, 500 Mark oder ich weiß, keine Ahnung, was kostet. Du hast es ja immer dann im Abo bezogen, ne? Erst das Brett ja. mit zwei Figuren und so weiter und so weiter. Aber das sah als Kind immer so toll aus, ja, und das gab es auch, glaube ich, das haben die relativ lange durchgezogen, diese Schachbrettnummer. Ich glaube, das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass es dann mit Herr der Ringe noch eins gab. Ja, ja. ja. Dann haben die also relativ lange durchgezogen mit der Nummer. Womit ich ja gar nichts anfangen kann, sind die Realverfilmungen von Asterix und Obelix. Also, ich weiß nicht, was für eine Art von Humor man da haben muss, um das lustig zu finden. Keine Ahnung. Französischen Realfilmhumor. Ja, aber dafür bin ich eigentlich durchaus zu haben. Also auf unserer Themenliste steht ja auch noch Pierre Richard und Louis de Funès, so ist es nicht. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gerade eben noch gesagt, so ein bisschen ein paar Disclaimer muss dran. Wobei ich glaube, beim Asterix muss nur an den schwarzen Piraten heutzutage ein Disclaimer dran gemacht werden. Sonst glaube ich, obwohl der, sind die ganz okay. Obwohl ne? er weiterhin immer noch benutzt wird. Ne? Also aber hat er noch diesen Sprachfehler? Eine gute Frage. Müsste ich jetzt mal nachschauen im letzten Comic drin. Also ich weiß, dass er immer noch vorkommt. Aber es, ja, das könnte man noch als kritisch, das durchaus sehr, sehr, sehr kritisch. Der wird nicht entschärft, weil er ja schon so diese klassischen Blackfacing-Merkmale hat. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht wird der, naja, jetzt nicht gerade wie der Wendler rausgepixelt, aber vielleicht halt irgendwie zumindest in neuen Versionen irgendwie entschärft oder zumindest in den neuen Comics, vielleicht nicht rückwirkend, aber. Schauen wir mal. Okay, der letzte, den ich jetzt hier habe, ist Asterix in Italien. Da müssten die doch bestimmt auch eine Seefahrt irgendwo zwischen haben. Ich weiß nicht, ob die Piraten in jedem Comic vorkommen. Kann ich dir sagen. So. Die haben aber mittlerweile nur noch so Randgeschichten da drin. Hier finde ich sie jetzt gerade nicht. Doch, hier. Ja. Ja, doch, er spricht nochmal, nee, ich navigiere sowieso Libé auf Wasserstaaten. Okay, haben sie den immer, okay, gut. Ja. Hätte ich gedacht, ist immer noch so. Okay, hätte ich gedacht, dass ja. der raus ist, weil wem ja inzwischen, also ich würde nicht so weit gehen und Hergé Rassismus vorwerfen. Er war halt ein Kind seiner Zeit und diese Darstellungen von schwarzen Chinesen etc. sind halt extremst klischeehaft, wie man es halt so in den 30er, 40ern, 50ern sich so vorgestellt hat. Machst du heute halt nicht mehr so. Ja. Ich kann, ehrlich gesagt, habe ich die Geschichten vom Inhalt her, ehrlich gesagt, nicht so genau im Kopf, um sagen zu können, dass da auch irgendwie was folgt. Also ich weiß, dass auf einige Dinge, wie zum Beispiel bei Tim im Kongo, dass da einfach natürlich die Kolonialherrschaft der Belgier völlig kommentarlos da so durchläuft. Ja. Ja. Da wird natürlich kein einziger Querverweis dahingehend gemacht. Und dass halt dann die Chinesen auch alle klischeehaft mit so Rauschebärtchen und so weiter und auch alle das R statt L, jetzt zumindest in der deutschen Übersetzung und so weiter haben, das ist halt so. Aber ich glaube manchmal, dass da so ein bisschen, man muss es halt als Ding seiner Zeit betrachten. Ja. Und dann mach ein Sternchen dran, ja, und schreib halt drunter, macht man heute nicht mehr so. Ja, deswegen frage ich mich eigentlich, ist weil jetzt ja gerade bei Disney Peter Plan wegen der Darstellung der Indianer mit einem Claimer versehen wurde, ob eigentlich dann Lucky Luke auch einen bräuchte. Keine Ahnung. Ja, würde ich schon fast sagen, es ist ja viel, gerade im Comic-Raum ist ja viel sowas passiert. Müsste eigentlich sein. Ich frage mich immer, also ich bin gegen das Zensieren oder Rausschneiden des Ganzen, weil dadurch natürlich auch ein Stück Geschichte, wenn auch kritischer Geschichte,
rausgenommen wird. Ich bin mehr fürs Aufklären, wie es gemacht wird. Disney macht es natürlich ganz gerne gerade, weil die dann ihre Filme nicht noch weiter verändern müssen und dann weiter so vermarkten können, wie es so ist. Ich frage mich aber trotzdem auch bei diesen Disclaimern, das ist dann so wie die FSK-Anzeige in VHS, die ignoriert irgendwann jeder und schaut sich die nicht mehr so an. Also dann müsste es schon richtige Doku-Serien davor geben, die aufklären oder ein sollten wir mal vorschlagen, dass wir für Disney Plus Filme kommentieren und unsere Audiospur kommt dann da und sagt, warum das so nicht mehr okay ist. Ich muss mal schauen, ob bei Empire Strikes Back, da ist ein Disclaimer davor, enthält Darstellungen von Tabakerzeugnissen. Und ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wann in Empire Strikes Back eine Darstellung eines Tabakerzeugnisses sein soll. Also in Star Wars, es gibt eine einzige Szene, wo ich mir vorstellen könnte, dass, also bei A New Hope in der Kantina raucht jemand Wasserpfeife und vielleicht nochmal in Episode 6 in Jabba's Palast. Vielleicht hat da auch noch einer. Aber in Empire gibt's nichts dergleichen. Also ich habe keine Ahnung, was irgendjemand da gesehen haben will. Ich weiß es nicht. Naja, ist egal. Bei Disney Plus muss man es auch, wie gesagt, sehr zwiegespalten sehen. Einerseits packen sie jetzt vor viele Filme diese Disclaimer hin, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber andererseits darf man nicht vergessen, dass Disney sich lange und oft schon selbst zensiert hat. In vielen, vielen, vielen Formen. Seien es einfach neue Tonspuren, die rausgekommen sind, seien es Sachen, die umgeschnitten worden sind. Ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, was ich dann doch schon kurios oder krass fand, dass in Lilo und Stitch in einer Szene ein Waschtrockner, das Innere eines Waschtrockners als Pizzabox umgezeichnet worden ist. Weil Lilo als kleines Kind sich irgendwann vor ihrer Mutter in einem Waschtrockner versteckt. Ja. Und dann wurde die Tür von diesem Waschtrockner zu einem Pizzakarton umgezeichnet, weil Kinder dürfen sich ja nicht in Waschtrocknern verstecken. Alright. Okay. Solche Sachen passieren da. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Listen, was von Disney auf Disney Plus zensiert oder abgeändert worden ist. Wie gesagt, Disney hat es auch schon bei Blu-ray oder DVD-Veröffentlichungen dauernd gemacht, irgendwas was umzudeuten. Ich erinnere an Aladdin, wo im Original-Anfangssong gesungen wurde, du riskierst deinen Kopf und sofort ist er weg. Was mittlerweile komplett, ich hab's nur im Kopf, weil ich das Original dauernd früher gesehen habe. Weiß ich noch, wie es früher ging. Aber diese Szene gibt es so nicht mehr. Und in irgendeiner Szene, wo Iago sagt, ich krieg ja schon die Mauser, ich bin ja schon in der Mauser, sagt er heute, mir fallen schon die Federn aus. Als ob die Kinder nicht mehr wissen würden, was heute eine Mauser ist. Ist ein ganz eigenes Thema. Könnte man einen ganzen Podcast drum machen, was Disney schon seinen eigenen Werken angetan hat und wie Disney es schon immer umgedeutet hat, um kritische Sachen daraus zu nehmen. Also ich glaube schon, dass die Kinder von heutzutage wissen, dass Mauser ein schwäbischer Waffenhersteller ist. Also ja, ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Ja, das ist sicherlich ein eigener Punkt. Und ich glaube, zum Abschluss sollten wir vielleicht noch mal einen kleinen Bogen spannen über ein Thema, wo du vielleicht was zu sagen kannst und ich gar nichts, weil ich bin ja jetzt comics-technisch, wir haben heute noch gar nicht über Marvel und DC gesprochen, aber es war auch ein bisschen Absicht, dass wir da nicht drüber reden, weil das wäre so the obvious choice gewesen. Aber eine Sache, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht und du hast ein Bild, glaube ich, nur reingepackt und ich glaube, war das irgendwie Dragon Ball oder so. Wir haben definitiv noch nicht über Anime, über Mangas gesprochen. So, ich bin völlig raus, was Mangas angeht. Tutto completi, noch nie gesehen. Ich weiß nur, die liest man von rechts nach links und nicht von links nach rechts und that's it. Okay, ja, Dragon Ball. Ich halte gerade hier was in die Kamera und zwar ist das der erste Band von Dragon Ball. Mhm. Ich
Ich weiß nicht, das ist nicht das Original. Ich habe irgendwann bei einem Gewinnspiel auf einer Dragon Ball Seite mal die erste Auflage vom ersten gewonnen, die damals rausgekommen ist. Die habe ich jetzt nicht rausgekramt. Aber ja, Anime und Mangas ist natürlich, Mangas sind dann irgendwann Ende der 90er auch mal hier in Deutschland durchgestartet. Und das alles angefangen hat das mit sowas wie Dragon Ball. Und so hat es übrigens auch mit mir angefangen. Ich habe auf RTL 2 habe ich die Serie gesehen im Nachmittagsprogramm und fand die eigentlich ganz toll. Weil ich mal daran interessiert war, habe ich mir dann das erste Buch davon geholt. Und das ist halt wirklich bei Mangas so, weil es in der japanischen Leserichtung ja anders gelesen wird, nicht von wir lesen von links nach rechts und die lesen von rechts nach links, werden die auch nicht mehr umgeswitcht hier im Deutschen. Zu Anfang sind ein paar Mangas hier rübergekommen, die haben sie wirklich umgedreht, die Panels, und für die deutsche Leserichtung angepasst. Da sind sie dann Mitte, Ende der 90er schnell von abgekommen und haben gemerkt, okay, wir können eigentlich mehr mit etwas Exotischem verdienen, wenn wir es so lassen wie im Original. Ja, das ist eine Heidenarbeit, also ja. Ja. Deshalb gibt es hier im klassischen Manga immer hinten so eine Seite, die sagt, halt, wie ist denn die richtige Leserichtung des Ganzen? Also wie muss man die Panels lesen? Und dementsprechend wird man hier schon geleitet, wie man es machen muss. Dragon Ball brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, weil eigentlich alle das gelesen haben. Meine eigene Geschichte war, ich habe den ersten Band gelesen, habe mir dann den zweiten geholt, habe mir dann den dritten geholt. 5 Euro damals noch, Anfang, ich glaube 2001 hat das bei mir angefangen, da hatten wir ja schon den Euro. Und irgendwann habe ich mein ganzes Erspartes draufgeschmissen, um mir alle von diesen 42 Bänden zu holen, nach und nach, weil ich die verschlungen habe. Ich war also nicht mehr ich bin auch nicht mehr so im Anime-Universum gewesen. Zu dem Zeitpunkt gab es auch den Dragon Ball Z-Hype auf RTL 2 hier und dann kamen die Animes und Mangas richtig raus. Also ich habe sie mir reingezogen und zu der Zeit habe ich mir alle Mangas geholt, die ich irgendwie kriegen konnte und vor allen Dingen Dragon Ball. Und Dragon Ball, muss ich sagen, ist neben den Disney-Comics der Comic, der Manga, den ich am meisten in meinem Leben bisher gelesen habe. Weil im Gegensatz zu sowas wie Disney, wo du eben gesagt hast, wo man nicht lachen kann, oder lustiges Taschenbuch ist halt eher kindlicher Humor, aber keine großen Schenkelklopfer, ist das bei Dragon Ball zumindest die ersten 16 Bände, muss ich mich immer totlachen, was das angeht. Weil da so ein cleverer und gut geschriebener Humor drin ist, dass der wirklich Spaß macht. Ja, und du hast noch gar keine Mangas oder so immer mal gelesen? Null. Also ich stehe fasziniert ab und zu in den japanischen Buchhandlungen bei uns in Düsseldorf in der Ebermannstraße, ne, wenn man da mal so langläuft und die Läden mal wieder aufhaben, dann sind wir da ja als mal so, kann man ja stöbern über all die exotischen Dinge, die es dort zu kaufen gibt, unter anderem natürlich auch diese reichhaltige Auswahl an Mangas. Ganz ehrlich, mein erster Berührungspunkt mit Mangas war in einem Comicbuchladen, der bei uns neben der Musikschule war. Okay. In den, ja, Ende 80er, Anfang 90er. Und das war so ein richtig klassischer Comicbuchladen, ja. Da bin ich praktisch, wenn ich auf die Bahn warten musste, bin ich da rein und stöbern gegangen, habe aber, glaube ich, so gut wie nie was gekauft. War also, ich glaube, der mochte mich auch irgendwann gar nicht, weil ich nur zum Blättern da reinkam. Und da bin ich wohl über diese damals noch teilweise gar nicht übersetzten Anime gestolpert, die da noch im Original rumlagen. Nee, also Anime ist bewegt. Mangas. Ja, Mangas, die da teilweise noch im Original rumlagen, wo ich mich bis heute frage, wer das jemals gekauft hat, ja. Weil ich sag mal, im Gegensatz zu Düsseldorf gibt es in Mannheim keinerlei japanische Community whatsoever. Also wer weiß, ja. Vielleicht gibt es doch ein paar Sammler oder so, die genau darauf Wert legen, Original. Muss wohl irgendwie sowas gewesen sein. Aber da habe ich zumindest alles mal gesehen, weil der hatte natürlich auch, ich sag mal, im begrenztem Umfang ein bisschen Merchandise, also mal so eine
Gundam-Figur oder irgendwie so ein Kram, das stand da halt alles rum, sodass ich das alles schon gesehen hatte, aber ich konnte damit wirklich gar nichts anfangen und irgendwann bin ich dann halt auch mal in die Hentai-Ecke reingeraten, ja, und das war halt ja durchaus eine zweifelhafte Erfahrung, Ja, als der Comicbuchtyp das gesehen hat, da war ich vielleicht 12 oder so, dass ich da hinten in der Hentai-Ecke rum ist, auch gleich hingerannt. Raucha. Ja. Ja, von Manga habe ich letztendlich auch nur noch, irgendwann war meine Phase dann auch vorbei, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe eine Zeit lang das gesammelt, dann habe ich wieder aufgehört und bin mehr zurück zum Amerikanischen gegangen, weil ich dann doch eher die westlichen Arten des Lesens bevorzugt habe, nicht von der Richtung, aber vom Geschichten erzählen. Viele Mangas, die hier rauskommen, sind sogenannte Shonen-Mangas und das sind eher die typischen Kampfdinger, die rauskommen, wie es Dragon Ball vorgemacht hat, wo es irgendwann nur noch um ein Turnier geht, in dem der Stärkere gegen den Stärksten antritt und im nächsten Band kommt einer, der hat statt Kraft 1 Million, Kraft 2 Millionen. Und dann sind wir irgendwann bei Kraftpunkten 2 Milliarden und dann bei Godlike Powern. Dragon Ball ist übrigens auch fortgesetzt worden, nachdem es eigentlich 42 Bände abgeschlossen wurde, haben sie es in der Tat vor ein paar Jahren wieder angefangen mit Dragon Ball Super. Eine Geschichte irgendwie zwischen dem letzten paar Seiten des offiziellen Comics und der Zeit, die dazwischen ist, zu erzählen und da geht es dann wirklich um Götter und andere Welten, die dann reinkommen, weil man einfach, das hatte man schon vorher, weil das einfach nicht mehr zu übertreffen war. Dragon Ball zumindest die ersten 16 Bände, sind es 16 Bände oder so, bis es zu einem Dragon Ball Z-Zeitalter überkommt, wo Son Goku erwachsen wird, kann ich immer noch empfehlen. Sie sind super lustig, sie sind nicht nur Kampfmanga und erzählen wunderbare Geschichten. Und dann als zweite Reihe ganz kurz, so sieht man das, 3x3 Augen, ist auch eine schöne Geschichte, ist eine ziemlich epische Story über eine verlorene Kultur in Japan, wo dann ein Mädchen mit Amnesie rumläuft, wo sich dann rausstellt, dass die zu einer vergessenen Kultur gehört und dann wird das immer epischer und immer größer. Und zuletzt von den Mangas, was hatte ich denn? Irgendwas hatte ich eben noch bei Mangas. 3x3 Augen, Dragon Ball, fällt mir gerade nicht ein. Habe ich jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Das sind die Mangas, die ich jetzt so insgesamt empfehlen kann. Ich habe, bevor wir gleich ganz rausgehen, habe ich noch ein paar kleinere Tipps da. Aber bitte darum, ja, denn ja. Jetzt kommen wir ja vielleicht noch ganz am Schluss noch in das, was man so gemeinhin als Graphic Novel bezeichnet. Genau. Du hast gesagt, du hast eine eigene kleine Historie darum, um das hier scharf stellt. Bone, ja. Bone. Richtig. Genau. Zu Bone, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, ob wir das, genau, richtig. Zu Bone haben wir seinerzeit das PC-Spiel in Deutschland vertrieben, Out of Boneville, was von Telltale war. Und das war so eins der ersten beruflichen Dinge, wo ich so war. Da war ich noch bei BAV. Es war so ein Data-Becker-Rip-Off. Aber ab und zu haben wir auch mal gescheite Spiele rausgebracht. Wenige aber ab und zu, unter anderem eben von Telltale Games, auch Bone Out of Boneville. Deswegen kannte ich das, aber das war wirklich der einzige Berührungspunkt damit. Ich hätte jetzt ehrlich nicht gedacht, dass du das kennst. Aber schau an. Ja, ja, genau. Ich bin gerade immer am Überlegen, soweit ich weiß, wird sogar von Netflix gerade eine Adaption von Bone geplant. Okay. Ist eine epische Comicreihe von Jeff Smith, wurde 1991 geschaffen und geht es letztendlich um so ein paar, ja genau, die sehen etwas cartoonartig aus, ein paar die sogenannten Bones, die auch in einem Boneville leben. Und dann in eine Geschichte rund um Verrat und Drachen und Fantasie und Rattenmonster mit reingezogen werden, das weltumspannend dann letztendlich ist. Ich will nicht zu viel verraten, weil das ist eigentlich was man erleben und lesen muss. Und das ist auch eine der
der besten Comics, die ich kenne. Die hat sich irgendwann mal meine Frau geholt und ich habe die dann auch entsprechend verschlungen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man lesen sollte. Dann noch ganz kurz hatten wir eben drüber das angerissen. Eine Reihe, die ich auch sehr, sehr liebe, ist die Spirou-Reihe. Spirou und Fantasio kennen viele aus den Hauptbänden und hat sich jeder bestimmt eine Meinung schon gemacht. Es gibt aber auch ganz viele Nebenbände. Wie zum Beispiel Spirou in Berlin. Okay. Von unserem guten deutschen Zeichner Flix gezeichnet, der vor ein paar Jahren die Ehre bekommen hat, das Ganze umzusetzen, der Herr Felix Görmann, der durfte eine eigene Geschichte, die rund um die Wende in Berlin spielt und eine Agentenstory hat. Ganz, ganz großartige Spirou-Geschichte. Und damit will ich einfach auch sagen, es gibt so Spirou-Nebengeschichten und Nebenserien, die alle für sich selber stehen. Und wenn einem, die auch von einem anderen Zeichner gezeichnet werden, und wenn einem der Stil von einem dieser Zeichner gefällt, kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil das sind abgeschlossene kleine Geschichten, die wirklich, wirklich viel Spaß machen. Was haben wir noch? Wir haben noch. Da wir sowieso schon bei Flix waren, ich bin jetzt nicht der große Leser von deutschen Comic-Autoren. Sowas wie Nicht Lustig und so kann ich mir ganz gut antun, aber sind ja eher kleine Comic-Strips. Einer der großen deutschen Zeichner von uns für mich ist halt weiterhin Flix, den wir auch irgendwann mal im Podcast mit reinnehmen wollten, den ich aber vielleicht dann nochmal anschreiben muss, der ganz viele eigene Bände rausgebracht hat, wie die Kurzgeschichtenserie Schöne Töchter. Wunderbar gezeichnet und immer aus der Perspektive von vielen, vielen Frauen und der Sicht der Frauen auf bestimmte Themen grafisch wunderbar umgesetzt. Der hat eine Geschichte gemacht. Nimmst einige Kilometer spulst du heute ab, während du die ganze Zeit vor und zurückläufst. Ja, die Held-Trilogie von ihm auch sehr zu empfehlen. Wenn es jetzt scharf stellt, hallo, so. Die Held-Trilogie und der Faust, der hat halt als Studienprojekt irgendwann mal den Faust umgesetzt, als lange Geschichte, als lange modernisierte Erzählung von Faust, die ich auch sehr empfehlen kann. Definitiv einer der deutschen Zeichner, die man sich anschauen kann, der sich auch sehr stark in seinem Stil so ein bisschen an das, für mich an das Franco-Belgische anlehnt. Für Leute, die mehr auf Sci-Fi stehen, und ich glaube, das wäre sogar eine Comic-Reihe, die dir sehr gut gefallen würde. So, Saga heißt das Ganze. Ist immer noch als Fortsetzungsgeschichte, erscheint immer noch als Bände und geht ist stark von Star Wars inspiriert. Geht um ein Liebespaar, die vor dem Hintergrund eines galaktischen Krieges mit ihrer neuen geborenen Tochter fliehen und da alle möglichen Geschichten erleben. Und es ist wirklich ein ganz, ganz großes und episches Drama mit sehr verrückten Figuren wie so Imperatoren, die Fernseher, alte Röhrenfernseher als Köpfe haben. Ich glaube nicht, dass du mich mit sowas kriegst. Doch, also die Geschichte ist ganz, 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 ganz toll. Sollte man auch nicht spoilern, aber auf jeden Fall mal reinlesen. Ich glaube, genau für dich wäre das was, weil es total in die Richtung von Star Wars reingeht. Ganz klar, Graphic Novel. Persepolis, ja. Persepolis, genau. Hatte ich vorher schon gesagt, habe ich schon dreimal den Film angefangen. Ich muss den endlich mal zu Ende gucken, ja. Das ist so eine Art Dauerbrenner. Genau, letztendlich ist die Autorin, die Persepolis geschrieben hat, schreibt aus der Ich-Perspektive von ihrer Kindheit im Iran während der islamischen Revolution, nachdem wirklich der Islamismus da Einzug hält und wie sich das von einer ziemlich westlich orientierten Kultur in eine sehr islamistisch orientierte Kultur umwandelt und wie sie das Ganze erlebt aus ihrer Sicht. Der Film ist fast 1:1 der Comic, auch in dem Stil komplett gemacht. Ich finde, für mich passt es aber immer noch besser im Comic, weil man da in seinem eigenen Tempo lesen kann. Definitiv auch eine Geschichte, gibt es in zwei Bänden. Solltest du mal reinschauen, wenn du den Film interessant fandest, aber nicht weitergekommen bist.
wenigstens die Bücher einmal lesen. Und zum Abschluss, nicht ganz zum Abschluss, zwei habe ich noch. Literatur zum Lesen könnte man auch eher Graphic Novel nennen. Der Hobbit. Ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen, einen Comic gesehen, den ich immer wieder angefangen habe und dann direkt wieder aufgehört habe. Da kann man fast schon eigentlich den Hobbit selbst lesen, weil alle Dialoge in diesem Comic 1:1 das Buch sind. Also da wurde 1:1 das Buch umgesetzt, nur mit Bildern untermalt. Das war übrigens auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich hatte durchaus so ein kleines Fable für, leider habe ich jetzt keins mehr parat, aber ein kleines Fable für den Comic zum Film. Da gab es zum Beispiel von Star Wars Comics, die einfach nur eine Bravo-Foto-Love-Story mit Sprechblasen waren. Also einfach nur Screenshots aus dem Film drin waren mit Sprechblasen. Und ich weiß noch, ich habe ein tolles und auch toll gezeichnetes Comic gehabt. Das war aber auch das einzige, was ich sehr schade fand, nämlich zu License to Kill, also Lizenz zum Töten, dem James Bond-Film mit Timothy Dalton. Und da gab es ein Comic zu. Und das Comic war echt richtig, richtig, richtig gut. Aber es war irgendwie das einzige James Bond-Comic, was zumindest mir jemals in die Hände gefallen ist. Vielleicht gab es da eine Reihe von. Das war auch so ein Album, kein Hardcover, aber ein Album. Aber nie wieder ein anderes dazu gefunden. Aber ich weiß, dass das extremst gut war. Und wir könnten noch stundenlang reden. Wir haben, wie gesagt, nicht über DC gesprochen, wir haben nicht über Marvel gesprochen, wir haben nicht über Frank Miller gesprochen, wir haben nicht über Watchmen gesprochen. Ja, ich sehe es gerade, ja. Und so weiter und so weiter. Und das wird sicherlich vielleicht auch nochmal eine andere Folge sein. Ich meine, wir besprechen ja im Grunde genommen schon regelmäßig Comics, wenn es nur die Verfilmungen sind mit den Hero-Nerds. Da geht es nächste Woche Montag wieder weiter mit den Folgen 7 und 8 zu WandaVision. Die Mädels haben gerade ganz frisch, findet ihr im Podcatcher, zu Wonder Woman ihre Filmkritik abgegeben. Spoiler, kommt nicht so dolle weg. Wäre jetzt bei mir auch nicht so gut weggekommen. Dann reden wir natürlich über Comics bei The Walking Dead und das geht ja auch wieder weiter in 14 Tagen schon. Das heißt, in 3 Wochen sind wir am 9.3. ausnahmsweise dann auch mal dienstags um 21 Uhr mit Dead Nerds Talking dann live, weil wir montags vorher noch WandaVision haben. Also von daher, wir sind aktuell richtig viel drauf und ich werde jetzt mal ganz schamlos Eigenwerbung, wo du doch UX-Designer bist, kannst du mal am Mittwochmorgen 9.30 Uhr mal YouTube und YouTube und Twitch einschmeißen. Da werde ich nämlich jetzt ab jetzt jeden Mittwochmorgen 9.30 Uhr eine halbe Stunde Online-Marketing vermitteln. Und das erste Thema ist UX und SEO und wie es zusammengehört. Kannst da Mittwochmorgen mal reinhören. Ja? Ich bin ja gespannt. Mittwochmorgen werde ich wahrscheinlich noch schlafen, weil ich jetzt eine Freiwoche habe, bevor es in einen neuen Job reingeht. Das sei dir auch gegönnt. Ja, Mensch, 1,5 Stunden haben wir wieder munter verplaudert. Irgendwie wollte heute keiner mit uns sprechen, aber ich sag mal so, vielleicht beim nächsten Thema dann ja wieder mehr. Nochmal, die Umfrage auf Twitter läuft. Das heißt, ihr könnt abstimmen, ob wir in 14 Tagen am 8.3. um 21 Uhr über Filmklassiker reden sollen oder über Humor made in Germany. Filmklassiker, ja gut, da würden wir einfach mal vielleicht so runterbeten, was man unserer Meinung nach gesehen haben sollte und ob wir das denn auch so gut finden oder ob es vielleicht auch Filmklassiker gibt, von denen wir sagen, was für ein großer Kappes. Und Humor made in Germany, ich meine, es gibt ja noch mehr als Till Schweiger und Mario Barth, ja, also ich hatte vorhin angesprochen den Erich Oser und seinen Vater und Sohn, aber es gibt natürlich auch noch ganz große Komiker wie Didi Hallervorden oder und so weiter. Also von daher, Humor made in Germany ist sicherlich auch spannendes Thema. Ja, dann würde ich sagen, Michael, machen wir mal Schluss für heute. Ja, machen wir. War ja einiges dabei. Genau, wir können ja auch die Liste dann nochmal in unserem Artikel mit reinsetzen, mit schönen Links dabei.
Fein, du hast dich gerade freiwillig gemeldet für diese Arbeit. die Sache ist, ihr habt schon an der Auswahl von unseren Comics gesehen. Comics ist nicht nur Disney und lustige Taschenbücher. Comics kann Ernsteres sein, Comics kann Verrückteres sein und Comic kann mit Welten spielen, die andere Medien in der Art nicht darstellen können. Also selbst wenn ihr keine Comicleser seid, gebt vielleicht gewissen Comics doch mal eine Chance. Geht in den Comicladen rein und schaut euch nicht in der Marvel-Ecke um und schaut euch nicht in der Disney-Ecke um. Denn da gibt es so viel zu entdecken und so viel zu erleben, wenn die Welt dann mal wieder öffnet, dass ihr vielleicht dann doch in eine Welt eingesaugt werdet, die ihr nicht dachtet, dass ihr die dann erlebenswert findet. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. So, also, nächster Stream dann nächsten Montag wieder mit Lea zu WandaVision Folge 7 und 8, wenn ich mich recht entsinne, genau. Dann die Woche drauf Call-in für euer Wunschthema, entweder Filmklassiker oder Humor made in Germany und gleich am nächsten Tag dann am 9. Dead Nerds Talking, alles immer live auf YouTube und auf Twitch und alles immer um 21 Uhr. So, ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen an info@nerdizismus.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 964 7709 und natürlich am besten eigentlich immer, also wir nehmen alles gern, aber direkt ist natürlich auch unser Discord nerdizismus.de/Discord. So, Michael, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als dir eine jote Nacht. Euch im Chat da draußen eine schöne Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.